Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier bei Heisenberg Zockt. Kaliber heißt das Spiel, oder wie wir Engländer sagen, Caliber, irgendwie sowas in die Richtung. Das ist ein teambasierter Taktik-Shooter, den gibt es kostenlos bei Steam. Das Spiel ist relativ neu und es macht doch ordentlich Spaß, würde ich sagen. Der gute Simon ist mit dabei, Hallöchen. Hallo zusammen. Eben, ich spiele das natürlich nicht alleine, ist ja ein teambasiertes Spiel. Dann ist der gute Andi dabei, Hallöchen. Hallöchen. Und der liebe Knorze, guten Tag. Hello. Hello. Ja, weil ich das Spiel noch nicht so gut kenne, der Simon, der ist eher Fachmann, wird der Simon jetzt schnell zwei, drei Sachen dazu sagen, was am wichtigsten ist in dem Spiel. Ja, also Caliber ist ein Third-Person-Shooter und bei diesem Spiel geht es um Taktik und Teamwork, das steht beides im Vordergrund. Man spielt einen sogenannten Operator und mit diesem Operator schlüpft man in die Rolle eines Special-Force-Soldaten. Das kann ein existierender Soldat sein von den Navy Seals oder auch von einer deutschen Einheit. Und der Operator hat eine spezielle Rolle, ist zum Beispiel ein Sniper oder ein Medic oder ein Assault. Und dann muss man natürlich im Viererteam zusammen eine Mission meistern. Im besten Fall dann erfolgreich, wenn man zusammenarbeitet. Spielen kann man das Spiel auch alleine, dann spielt man einfach mit anderen Leuten zusammen, die man nicht kennt, nehme ich an. Das wird wahrscheinlich so sein. Gut, wir können mal noch schnell gucken. Guck mal hier, Operator. Also man kann das Männchen auch skillen sozusagen. Meiner heißt jetzt hier Volk, das ist der hier. Wenn ich hier auf Settings gehe, dann sieht man hier so ein Skilltree. Da kann ich sogar was machen. Guck mal, das machen wir doch glatt. Dann kann ich das noch nicht machen. Eben, da kann man sein Männchen skillen und wird dann natürlich von Mal zu Mal gefährlicher und besser. Gibt es sonst noch was zu sagen? Nö, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir spielen jetzt zuerst eine Mission gegen ausschließlich KI. Allerdings, das ist eine relativ kräftige, starke KI. Und es gibt aber auch Modi, wo man dann gegen richtige Menschen spielt. Das machen wir dann auch noch in einem anderen Video. Weil die Grundidee ist, wir machen jetzt mal sicher 3-4 Missionen. Und das gibt dann entsprechend, ja, 2-3 Videos. Das ist so die Grundidee. So, das Ganze lädt. Und dann kann es auch schon losgehen. Und es macht tatsächlich sehr viel Spaß. Es ist so ein bisschen eine Call of Duty Grafik, also eine gute Grafik tatsächlich. Ist aber halt ein anderer Spielstil, wenn man so will. Okay, wir machen mal ready. Hier kann ich noch irgendwie Sachen machen. Ich mach mal. Aha, okay, ihr seht, das sind kosmetische Sachen. Ja, das ist ja schon mal okay. Das ist irgendwie eine relativ fröhliche Tarnuniform. Das ist, wenn du irgendwie im Pudding drin schwimmst. Dann bringt das was. Sonst bringt das nichts. So in Pinkfarben, also. Aber es sieht halt modisch aus. Das ist ja auch nicht schlecht. Da sehen wir die Mission. Das ist jetzt so wichtig nicht. Im Endeffekt musst du halt einfach die Gegner bekämpfen. Aber es ist natürlich nicht schlecht, wenn man auch noch so ein bisschen eine Story hat. Schilka. Ja, die kenne ich noch aus Arma-Zeiten. So, guck mal, da vorne, das bin ich, das mit der mit dem Joghurt-Dingens. Someone is leaking information to the terrorists. Thus, the data we get here will go no further than us. Move out. Ja, ich denke, man sieht, gut gemacht, das Ganze. Und da sind wir auch schon im Spiel drin. You need to get rid of it first. Irgendwie, warum macht mein, jetzt macht mein Gewehr irgendwie plötzlich Sachen. Also kein Dauerfeuer mehr. Jetzt geht's wieder. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass das Spiel kostenlos ist? Ja. Glaub schon. Munition ist immer ein bisschen... Munition ist immer ein Thema tatsächlich. Da muss man diese Munitionsboxen anlaufen. Und Deckung ist eminent wichtig tatsächlich. Das war schlecht. Irgendwo reingelatscht, wo ich nicht hätte reinlatschen sollen. Chasing Mag!
Man weiß halt nie genau, wo hier die Gegner kommen. Meistens da, wo es rot ist. Da, Munition. Weil das ist immer mein größtes Problem tatsächlich, dass ich zu wenig Munition dabei habe. Eyes on a gunman. So, stürmen wir mal die Bude. Oben links ist irgendwie einer. Ja, der Medic kann First Aid Kits. Ups, spawnen. Dann halt mal wieder. Das ist nicht unpraktisch. Friendly Fire gibt's nicht, wie man gerade gesehen hat, zum Glück. Kann man nicht raus. Ui, was war das denn? Irgendwas. Explosiv. So, wir performen mal. Dann kommen wir zum nächsten Schritt der Mission. Steht hier oben. Also oben links steht im Prinzip, was wir machen müssen. Oh. Oh, wir sind hier gerade schön im Wespennest rein. It's a landmark building after all. Could we maybe find a detour? It's just a small wall. Just one. No one will Kann ich? Blow it up. Yep. Ja. So, bisschen Deckung. Gleich nochmal Munition holen, wenn es schon welche gibt. Ich rutsche unangenehm ab mit der Maus. Das ist relativ doof bei so einem Spiel. Oh, unten. Marvin. Sehr gut. Ja, da ist die Kiste der. Okay, einmal runter. Zur Schilka müssen wir, glaube ich. Kann ich hier runterspringen? Nein, das geht dann doch nicht. Hier unten ist noch eine Schilka. Oh, wo müssen wir hin hier? Gute Frage. Das war wie auch gerade. Hier kann man nicht springen. Hier runter. Wo ist der Fachmann? Hier runter. Hier, hier runter. Wo ist hier was? Runter? Hier, bei mir. Alle mal zu mir. Ach ja, guck mal, hier ist eine Treppe. Schau an. Auch nicht schlecht. Mitten im Krieg und dann findest du den Weg nicht. Ah, sieht schon cool aus, ein Teil. Hab ich bei Arma schon immer gemacht. Achtung, weg. Weg vom Panzer. Da liegt ein Ding, ja, genau. Weg vom Panzer. Schön. Da hinten hat es noch einen. So, hier müssen wir weg. So, Schildkast okay, sprengen. Ja, da kommen natürlich noch mal welche. Wieder nachladen. Nein, nicht die Pistole. Nein. Hier war da irgendwo Munition. Nee, ich muss hier das... Vorne hat's eine. Warte, ich mach's nochmal mit dem Ding hier. So, mit der 5 kriegt man eben auch Munition raus. Ich sehe rechts von dir ist noch ein Medikit. Rechts von mir? Ja, hier hinten jetzt bist du dran vorbeigelaufen. Sehe ich nicht. Ja, zurück. Moment, warte, ich nehme mal schnell Muni nochmal. Ja. Das hat was. Ach, seh's. Ja. Einmal heilen. So, die Pistole ist ja gut im Nahkampf. Ansonsten.
Oh, ist das Gas? Das ist schlecht. Jo. Oh ja, ich, bei mir sieht es gar nicht gut aus. Ja, ja. Heilen. Jetzt müssen wir irgendwie, genau hier, das Kraftwerk sozusagen wieder in Gang bringen. You can start data transfer only from the headquarters. You need to battle your way there and start the equipment. Forward! Enemy is so! Und wo treffen mich die? Oh, da oben ist auch noch was. Nachladen. Eine Munikiste. Jo, die bräuchte ich. Ja, brauche ich auch. Könnte sogar noch mal ein bisschen Medi gebrauchen. Das ist, glaube ich, alles limitiert, sehe ich das richtig? Also du kannst nicht ewig Medizin rausballern. Rausballern schon, aber aufstellen kann ich nur begrenzt. Ah, eben. Ja, das ist so ein Revive-System. Genau. Also man ist nicht tot, wenn man tot ist, sondern da kann der Medi für eine begrenzte Anzahl oder auf eine begrenzte Anzahl beschränkt halt die Leute nochmal hinstellen. Bleib mal hinten, das ist am sichersten. Jetzt darf niemand hier rein in diesen Raum. Also von den Gegnern. Ah, okay. Excellent. Connect the transmitter. There's some photos here too. Von wo kommen die auch, von hier unten? We will download what we can. Wir müssen es aktivieren. So, jetzt dann. The transmission is on. The bad news is they still seem to have some anti-aircraft guns left. Our drone can destroy them, but it requires target designation. Be on alert. Das heißt auch hier oben. Und ich bin wieder mit der Pistole unterwegs. Jo, Medic bitte. Ja. Halte die Türen im Auge, ja. Da kommt ein Fahrzeug. Ja, der ist zu weit weg für mein Ding. Okay, das sieht nicht gut aus. Haben wir es wieder aus irgendeinem merkwürdigen Grund nicht geschafft, ja. Das ist ein Bug, ja. Das ist sogar ein Bug? Okay. Ich glaube es, ja. Hier ja, scheitern wir immer. Das ist passiert, glaube ich, ja. Ja, aber ich denke, man hat ja trotzdem gesehen, wie es ungefähr abläuft. Wenn man gewinnt, hat man es halt gewonnen. Ist natürlich klar, wenn du die Mission gewinnst, kriegst du eben Punkte, dann kannst du Skill machen und tun. Wenn du das nicht hast, dann endest du hier und hast eine Kugel im Kopf. Ist nicht schön. But, keine Angst, sieht man nicht. Das Spiel ist eigentlich relativ blutfrei. Ja gut, Defeat, das heißt besiegt worden. Das kommt in den besten Familien vor. Aber wir haben uns Wacko geschlagen soweit. Ich denke mal, in den nächsten Videos seht ihr dann auch mal noch einen Sieg, wie das dann aussieht. Weil, ja, mit ein bisschen Übung, mit ein bisschen Übung, da schafft man eigentlich die meisten Missionen, wenn man ein paar Leute hat, die das Spiel schon ein bisschen kennen, würde ich mal behaupten. Die schwierigen Sachen, das sind halt wirklich die dann, wie es meistens ist, wenn man den gegen richtige Menschen spielt, die das eben tatsächlich dann auch beherrschen. Gut, dann war das der erste Teil von Kaliber mit ein paar Erklärungen und so weiter. Es gibt noch weitere Videos, wann die rauskommen. Ihr werdet sehen, wenn ihr auf dem Kanal unterwegs seid. Ja, und sonst werdet ihr ja auch informiert über Twitter und blablabla jeweils. Ich danke meinen Mitspielern fürs Mitspielen. Und ja, und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Macht's gut, bis dann, tschüss. Tschüss zusammen. Tschüss.